So, dann lass uns hier mal wieder das Racket schwingen beim Part Number 9 vom Topspin 4 Let's Play. Jawohl, spielen! Wir können das nächste Spezialevent klar machen. Haben wir jetzt unseren ersten Turniersieg geholt beim letzten Mal? Ich glaube, ich muss meine Stimme ein bisschen runterfahren. Bin hier etwas zu sehr excited vom Turniersieg wahrscheinlich noch. Und wir machen mal 2 Wochen Mediation. Das ist was anderes, das ist Streitschlichtung. 2 Wochen Meditation, also das T, ganz wichtig an der Stelle. Das ist wie mit Satzzeichen, wenn da irgendwas fehlt, das kann schnell zu Missverständnissen führen. 2 Wochen Meditation und Yoga, um dich mental auf die nächsten Turniere vorzubereiten. Jawohl, erfolgreich absolviert, besten Dank. 269 EP dazu bekommen. Ne, 150 auf die 269. So rum ist korrekt und wir landen mal wieder im Speicherbildschirm. Der geht mir echt auf den Semmel, meine Herren, was der immer hier alles speichern muss und zwischenladen muss. Das ist echt anstrengend. Frisst eine Menge Zeit, könnte man auch einfacher haben, aber da jetzt jedes Mal die Schnittkeule anzusetzen, wäre wahrscheinlich auch der falsche Weg, weil das jedes Mal rauszufiltern hier, diese Ladebildschirme, das ist dann auch ein bisschen anstrengend. So, das Spezialevent haben wir also hinter uns. Und ihr hattet euch mehrheitlich für Hamburg ausgesprochen. Einmal kam auch der Hinweis so, ey, spiel doch erstmal wieder ein Minor-Turnier. Aber ich bin ja jetzt für die Majors zugelassen und im September gibt es halt nur 2 Major-Turniere. Und warum nicht mitnehmen, selbst wenn ich da geschlachtet werden sollte, ist ja egal. Aber ich war mal dabei und auch das wird sicherlich Punkte geben und deswegen machen wir das auf jeden Fall. Und da wart ihr, wie gesagt, mehrheitlich für Hamburg. Willkommen in der Hafenstadt hier, meine Freunde, auf dem Fischmarkt. Gehen wir mal eine Runde und spielen hier gegen den Chinesen Tai Xia. Ne, nicht, meine Freunde, da wollen wir mal ran hier. Hier gibt es, keine Ahnung. Ich glaube, so richtig hamburgerischen Slang konnte ich noch nie. Ich finde das immer sehr schön anzuhören, aber ich bin ja jetzt nicht in Hamburg groß gewachsen, sondern nördlich von Hamburg in Schleswig-Holstein und da spricht man eher nochmal ein bisschen anders. Das ist hier wahrscheinlich eher so friesisch, was ich hier probiere. Irgend so ein Mischmasch, vergesst es einfach, ihr habt es nicht gehört. Und der Chinese hier ist natürlich ein ganzes Stück weiter oben angesiedelt. Ich habe es jetzt gar nicht weiter mir angeschaut mehr, aber ihr habt es gesehen, der ist von den Stärken her Position 37 oder 38 war er jetzt. Ist das definitiv der beste Spieler, dem wir hier je gegenübergestanden sind. Und ich denke mal, wir spielen hier am Roten Baum, da wo die legendären Tennisturniere früherer Jahre gerade mal stattgefunden haben. Mittlerweile ist es ja kein Masters-Turnier mehr. Früher war das ja mal der Fall. Irgendwann wurde ja dieses Dach installiert, was eine gute Sache war. Ich erinnere mich noch an ein Spiel Boris Becker gegen Michael Stich in Hamburg vor irgendwann Mitte der 90er. Wo Michael Stich Boris Becker mal sowas von zerlegt hat, dass der gute Boris Becker irgendwann das Ballmädchen hat spielen lassen. Und das war echt, also das war ein legendäres Spiel. Ich glaube, in dem Jahr hat Michael Stich dann das Turnier auch gewonnen. War hellauf begeistert. Michael Stich kommt ja aus Elmshorn, also ist in der Nähe von Hamburg groß gewachsen. Und deswegen dieses Turnier eigentlich immer eine große Sache. Allerdings wird das in Wirklichkeit auf Sand gespielt, nicht wie hier auf Hardcourt. Und heutzutage, wie gesagt, kein Masters-Turnier mehr, aber immerhin noch ein interessantes Turnier. Der gute Zverev hat ja für Aufsehen gesorgt, als er jetzt ins Halbfinale eingezogen ist bei dem Turnier. Der Junge ist erst 17 Jahre, glaube ich, und hat immerhin schon das Halbfinale bei so einem großen Turnier erreicht. Jetzt die letzten Turniere ist er dann wieder in der Vorrunde oft ausgeschieden, aber das muss man einfach einkalkulieren bei so einem jungen Spieler. Roger Federer zum Beispiel oder Roger Federer hat auch ein paar Jahre gebraucht, bis der sich in der Weltspitze etabliert hat und da hat auch jeder gesagt, das ist ein großes Talent so. Und dem Zverev attestieren das jetzt auch einige Leute. Da sind wir mal gespannt, ob vielleicht aus deutscher Sicht mal wieder was Neues nachkommt. Der letzte, der glaube ich im Halbfinale war, aus deutscher Sicht in Hamburg war, Tommy Haas, auch damals im zarten Alter von 19, glaube ich. Und auch der hat es dann ja zu einer recht anständigen Karriere gebraucht, wenngleich ihm der große Wurf vor allem durch Verletzungen leider verwehrt geblieben ist in seiner Tenniskarriere. Aber ich bin mal gespannt. Zurzeit das deutsche Herrentennis ja wirklich am Boden.
Und vielleicht ist das der erste Schritt wieder in die richtige Richtung. Das Damentennis ja durchaus oben auf mit Angelique Kerber, Lisicki bei Wimbledon immer wieder gut. Und auch Andrea Petkovic kommt ja jetzt wieder so langsam in Tritt nach ihrer langen Verletzung. Und boah, das wäre ein richtig guter Passierschlag gewesen. Und da bin ich also gespannt, ob sich bei den deutschen Herren auch was tut in Zukunft. Die Damen spielen ja im Ende des Jahres im Federations Cup Finale. Ich glaube, Sat.1 hat sich jetzt die Rechte dran gesichert. Also es wird sogar im Free TV übertragen. Wer nicht weiß, was es ist, der Fed Cup ist sowas wie die Mannschaftsweltmeisterschaft der Frauen. Also im Herrentennis gibt es ja den Davis Cup und das Pendant im Frauentennis ist der Federations Cup. Und dort, wie gesagt, die deutschen Damen im Finale, ich glaube gegen Russland, bin mir jetzt aber gar nicht mehr sicher, das ist jetzt schon so lange her. Und ich lebe hier von den Fehlern von dem Chinesen, also dass der Nummer 38 der Weltrangliste ist, das muss ich erstmal glauben hier. Das sehe ich zurzeit nicht, aber gut, soll mir egal sein, die Bälle erläuft dann natürlich gut. Ich spiele auch richtig gutes Tennis, konzentrieren wir uns mal ein bisschen hier aufs Spielchen. Und das war ein richtig guter Lobschlag und zum Glück landet der im Aus, ein weiterer Fehler des Chinesen. 6:3 Führung, wer hätte es hier gedacht bei meinem ersten Auftritt bei einem Major-Turnier, dass ich ja so lange werde mithalten können. Ich will jetzt noch gar nicht von einem potenziellen Sieg hier träumen, weil da habe ich schon oft genug in der Vergangenheit gezeigt, dass ich es ja, verkacken kann, um es mal ganz salopp auszudrücken. Von daher schauen wir mal, was bei rumkommt. Ich spiele sehr, sehr viele hohe Bälle, da scheint er Probleme mit zu haben. Also sehr, sehr viel tatsächlich Topspin-Schläge. Ich werde dem Motto des Spiels hier gerecht. Und da war eigentlich alles offen. Jetzt probieren wir mal einen Slice. Okay, das hat gar nichts gebracht. Das ist eher gefährlich gewesen wahrscheinlich. Und jetzt können wir mal ans Netz gehen. Und da kommt der gute Chia oder Jia nicht mehr dran. 8:3. Jetzt habe ich 5 oder 6 Punkte in Folge gemacht. Ich weiß, dass es 3:3 stand. Ich weiß aber nicht, ob ich vorher 2:3 in Rückstand geraten bin oder nicht. Ich freue mich nach wie vor, dass das Let's Play bei euch so Anklang findet, also von den Leuten, die es gucken. Es geht mir jetzt gar nicht immer drum, dass ich da zigtausend Aufrufe drauf habe, sondern boah, dass die Leute, die es gucken, sagen, hey, das kann man sich echt gut anschauen und da am Ball bleiben. Jetzt habe ich leider hier eine Riesenchance verpasst zum Matchball. Ich habe tatsächlich Matchball. Ich verlaber hier, aber anscheinend spiele ich so mein bestes Tennis, wenn ich mich gar nicht so drauf konzentriere. Jetzt nochmal hier ein hinterher. Jetzt muss ich den Sack aber auch zumachen hier. Schade. Jetzt aber ans Netz. Und das war's. Das war's. Eiskalt. 10-4 im ersten Major-Turnier meines Lebens hier. Hamburg scheint ein gutes Pflaster zu sein. Da ist die Motivation besonders hoch. Da gucken wir uns nochmal ein Replay hier an von unseren schönsten Punkten. Da spiele ich den Ball nach außen. Bereite das gut vor. Gehe ans Netz. Und dann, ja, der Volley nicht unbedingt einer der schönsten, aber es hat gereicht, um den Ball ins Feld zu bringen und dem Gegner keine Chance zu lassen. Und wir holen uns tatsächlich ordentlich EP hier dazu, sind im Halbfinale wahrscheinlich dann auch gelandet. Ich weiß nicht, ob es auch im Viertelfinale losgegangen ist, wie immer. Ich gehe aber mal stark davon aus. Ich glaube nicht, dass die hier das Turniersystem ändern, nur weil wir bei einem Major sind. Und dann würde ich sagen, machen wir es heute mal so, dass wir uns einmal die Statistik anschauen. Und da sehen wir Quote mit dem ersten Aufschlag. Ich habe heute 100% der ersten Aufschläge ins Feld gebracht bei dem Spiel. Auch eine richtig gute Bilanz für mich. Entschuldigung, ich muss gerade mal aufstoßen. Gerade noch einen Apfel verschlungen. Jetzt meldet er sich zurück in Form von CO2. So, 57% der Punkte nach dem ersten Aufschlag habe ich gemacht, also relativ gut. 5:3 Winner und nur einen leichten Fehler. Das hat mir vor allen Dingen die Punkte gebracht. Er hat ja 4 Stück von gemacht, hat da einige Bälle ins Ausgehauen, fast ohne Not. Nur der eine Lob, den hat er natürlich mal gemacht. Aber das war der Schlüssel zum Sieg. Und wir spielen gegen Theodoros Migiakis, Nummer 31 im Topspin-Ranking. Also ein noch besserer Gegner. Guckt euch die Werte an. 69 Aufschlag, 65 Volley. Der Junge ist richtig stark und ich bin jetzt fast ein bisschen zu schnell. Ich glaube, wenn ich jetzt hier das Spiel auch noch irgendwie erfolgreich bestreiten sollte, dann machen wir nochmal so eine richtig geile Finalfolge beim nächsten Mal, wo ich mir dann den Gegner ganz genau angucke, wo ich natürlich vorher nochmal meine Attribute erhöhe, weil das hat mir jetzt ein bisschen Auftrieb gegeben hier, das Spiel gegen den Chinesen. Wer hätte es gedacht, dass ich überhaupt hier in der Lage wäre mitzuhalten, geschweige denn den Sieg nach Hause zu fahren. Und
Gut, das macht er natürlich stark. Da wendet er genau die Taktik an, von der ich so oft gesprochen habe. Den Ball nach außen servieren und dann ans Netz nachrücken. Das habe ich jetzt hier auch mal probiert, hat nicht ganz geklappt. Aber da hast du als Returnierer kaum eine Chance. Und dafür gehe ich jetzt hier auch einfach mal ans Netz. Macht das 1-1. Also sehr offensiv geführtes Spiel hier am Anfang. Und direkt noch einen Volleypunkt weggemacht. 2-1. Zwei schöne Netzpunkte hier. Und er ja auch mit dem Netzpunkt. Den gucke ich mir gerne nochmal an. Da bereite ich den Ball vor. Gehe direkt nach ans Netz. War schön gemacht. Und dann muss ich ihn nur noch wegspielen. Treffe den Ball ziemlich gut und das war auch ein schönerer Volley als der vorhin, wo wir in der Zeitlupe gesehen haben. Das war irgendwie so ein Ranzvolley und er macht's wieder. Also probiert hier diese Kickaufschläge auf meine Rückhandseite auch hier wieder. Macht aber den Doppelfehler, da riskiert er zu viel, unser griechischer Opponent hier. Und das bringt uns das erste Mal hier so ein kleines Mini-Break, wie man ja eigentlich immer sagt. Und boah, den kann ich gerade noch erlaufen. Da gehe ich direkt hin, aber zu spät, schade. Da wäre vielleicht sogar noch mehr drin gewesen. So, jetzt erstmal den Ball hier in die Mitte spielen, dann wieder ans Netz nachrücken und wieder perfekt getroffen. Also das läuft hier richtig gut gegen den Kollegen mit den Netzangriffen. Jetzt bleibe ich mal hinten, ja, besser ist, obwohl das ist natürlich ein Grundlinienschlag, wie man ihn sich wünscht. Also die Schläge, die rennen hier heute schon fast, die laufen nicht, die fliegen und gut. Da komme ich sogar vielleicht dran. Ah, warum gehe ich danach? Da hätte ich zurückgehen sollen. War eine Riesenchance. Er macht den Netzroller und ich hätte vielleicht nochmal ins Replay schauen sollen. Da war wesentlich mehr drin. Man sieht, wie er jedes Mal ans Netz nachrückt und mich da auch kriegt. Also es ist schwierig für mich, ihn da zu überloppen. Auf jeden Fall ein Surf- und Volley-Spieler. Den können wir uns jetzt vielleicht nochmal angucken. Wenn da der Lob besser kommt, dann habe ich vielleicht eine Chance. Den schmettert er nicht wirklich, den bringt er nur ins Feld und jetzt habe ich eigentlich alle Möglichkeiten und bringe den voll auf Mann und das auch noch ohne Geschwindigkeit. Da hat er natürlich keine Probleme, den zu spielen, diesen Volley. Jetzt bringt er mal einen Slice, nimmt ein bisschen das Tempo raus, eröffnet ihm vor allen Dingen die Möglichkeit hier, boah, schöner Schlag, Mo, sich zu platzieren und ja, gehe ich einmal nicht ans Netz. Da sieht man, was bei rumkommt. Da habe ich jetzt zu früh abgedrückt. Jetzt müssen wir den zweiten erstmal nur reinbringen. So, jetzt aber ans Netz. Immer Randa. Das ist Miranda, denn sie will ja. Und, boah, Glück gehabt. Wenn er den Passierball besser spielt, dann ist er natürlich durch hier. Ne? So, 6-5. Jetzt mal kein Aufschlag nach außen. Jetzt hat er ihn mal ins Feld mehr oder weniger gespielt. Das eröffnet mir jetzt wieder die Chance, ans Netz zu gehen. Und das war die richtige Entscheidung. 7-5. Wieder das Mini-Break hier geholt. Sehr schön. Jetzt geht er direkt nach dem Aufschlag ans Netz. Ich werde ihn loppen, aber wieder zu spät. Und die Lobs sitzen nicht. Die sitzen definitiv nicht. Das war damals gegen diesen Knutzen wesentlich einfacher. Der hat sich da dümmer angestellt. Muss man einfach so erkennen. Und solange die Volleys so kommen wie hier, ist alles gut. Dann kann ich mich stellen. Dann hat er Probleme ranzukommen. Und diese Netztaktik, die scheint sich für mich langsam bezahlt zu machen, dass ich da investiert habe in das Surf-and-Volley-Spiel. Oh, wei, oh, wei. Und das war natürlich nicht gewollt. Jetzt gebe ich also hier meinen eigenen Aufschlag mit so einem blöden Schlag ins Aus ab. Hab den zu früh getroffen. Er kommt direkt wieder ans Netz. Also das ist hier wirklich von Netzangriffen geprägt, das Spiel. Und jetzt habe ich den Lob mal getroffen. Er kriegt ihn aber noch. Er öffnet mir aber die Chance, nach vorne zu gehen. Brauche ich gar nicht mehr. Der Punkt reicht. Ich habe ihn outplayed sozusagen. Der Lob eigentlich gar nicht so gut. Er läuft nach hinten. Kriegt ihn natürlich noch. Spielt ihn dann einhändig mit der Rückhand. Nee, sogar beidhändig. Und dann kann ich ihn auf die linke Seite spielen. Ich glaube, wenn er dran gekommen wäre, ja, hätte er im Prinzip nur die Möglichkeit gehabt, cross den Ball an mir vorbeizuspielen. Da wäre ich in der Regel auch da gewesen. Also ich glaube, den Volley hätte ich gemacht. Und jetzt probieren wir es nochmal mit einem Lob. Und der geht ins Aus oder geht er nicht ins Aus? Der geht nicht ins Aus. Perfekt. Also nicht perfekt geschlagen, aber perfektes Ergebnis. 10-7 hier in einer wahren Surf-and-Volley-Schlacht. Das war jetzt mal ein Spiel, wie wir es hier noch gar nicht gehabt haben. Beide Spieler sehr, sehr offensiv. Kurze Ballwechsel und dann immer wieder entweder der Volley-Winner oder der Passierschlag. Expertise der Lob. Und das bringt uns tatsächlich in die nächste Runde.
genügend EP für die nächste Stufe erreicht. Und jetzt will ich nochmal ins Hauptmenü zurückkehren gleich. Gucken uns einmal noch die Statistiken an, weil ich glaube, da waren eine Menge Netzpunkte dabei. Und dann will ich jetzt mal sehen, ob wir es wirklich in Hamburg ins Finale geschafft haben. Das wäre die Sensation hier. Das wäre die Sensation. Schauen uns erstmal die Statistik an. 100% Aufschlag mit dem zweiten geholt. Also Punkte, wenn nicht einen zweiten, so muss man es sagen, für die Leute, die nicht wissen, was damit gemeint ist. Die Quote mit erster Aufschlag heißt, wenn ich den ersten Aufschlag reingebracht habe, habe ich 57% meiner Punkte gemacht. Wenn er den ersten Aufschlag gebracht hat, nur 44%. Wenn wir den zweiten Aufschlag gebracht haben, haben wir jedes Mal den Punkt gemacht. Ist natürlich relativ überschaubar, weil es nur 17 Punkte insgesamt gespielt wurden. Da müsste man sich jetzt ein längeres Match angucken als so ein super Tiebreak. Dann haben wir hier Doppelfehler, da hat er einen gemacht. Das war natürlich geschenkt. Winner habe ich 9 Stück geschlagen. Also von 10 Punkten habe ich 9 Winner gehabt. Das heißt, ich habe nur einen einzigen Punkt durch einen Fehler von ihm bekommen. Und das war dieser Doppelfehler. Und leichte Fehler habe ich 3 gemacht. Er hat leichte Fehler 4 gemacht. Und Netzpunkte 8 von 10, das wollte ich wissen. Also ich habe 8 Punkte am Netz gemacht. Also diese Surf-and-Volley-Strategie ist hier komplett aufgegangen. Auch er hat 4 von 4 Netzpunkten gemacht. Wie gesagt, ein sehr offensives Spiel. Findet also sein Ende. Und ich bin tatsächlich in Hamburg mindestens mal im Halbfinale. Ich gehe stark davon aus, dass es sogar das Finale sein wird. Und da werden wir dann treffen auf Fadrin Kunalan. Bin ich mal gespannt, aus welchem Land der kommt. Ich sage mal Russland, aber ich bin mir nicht sicher. Nein, er kommt aus Malaysia. Fadrin Kunalan. Und Spielplan betrachten, das wollte ich mir nochmal angucken hier. Ja, wir sind tatsächlich im Finale. Also, wer hätte es gedacht? Gegen Fadrin Kunalan. Info über nächsten Gegner. Attribute, uiuiui, Ausdauer 78, Tempo 79, wenn der uns mal nicht wegrennt. Aber Volley ist er nicht so gut, Aufschlag auch nicht. Er hat aber ein sehr, sehr starkes Grundlinienspiel mit einer guten Vorhand, einer guten Rückhand, starke Reflexe. Also das ist definitiv nochmal ein stärkerer Gegner, den wir hier haben. Auch er auf Platz 36 im Topspin-Ranking. Und das machen wir dann natürlich beim nächsten Mal hier. Ich bin gespannt drauf und ja, lasst euch nicht unterkriegen. Ich mich schon gar nicht. Ich bin gespannt aufs Finale und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, tschö, euer Mosen.